auf niemanden und du bist verlassen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, bei mir hat sich jetzt leider wieder so ergeben, dass ich wieder recht lange Pause machen musste, aber so ist es halt. Wir waren ja immer noch auf der Suche nach Baal Tandral und den habe ich nicht gefunden. Was ich aber auch mal gesehen habe, wir brauchen auch noch mal Ablösung für Gorin, und zwar Fortunus Kräuterladen. Den müssen wir noch finden. So, wie ist er jetzt? Das nicht? Das? Harlock. Harlock, ja. Harlock müssen wir finden beim Kräuterladen. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Und ich bin ja letztes Mal ja schon komplett rumgeeiert und habe nichts gefunden. Das heißt, so wird es nicht besser werden. Wir gucken einfach mal. Irgendwo müssen die sich herumtrammeln. Also Baal Tandral und Harlock. Wir gehen mal hier lang. Was soll man machen? Man kann hier nur einmal rumgucken. Kräuterladen, hatte ich eine Idee, wo das sein könnte. Aber wie gesagt, wir müssen noch Baal Tandral wieder finden. Ich hatte jetzt auch keine Lust, in den alten Videos nochmal nachzugucken. Hier hatten wir im Grunde auch alle uns angeguckt. Hatten wir mit Talas schon mal geredet? Kann schon sein. Ja, es kann sein, dass wir mit ihm geredet haben. Ja, haben wir schon. Ah, das wurmt mich halt trotzdem so ein bisschen. Ich möchte das ja schon ganz gerne hier auch fertig kriegen. Quest. Altion. Okay, das ist wieder nichts. Aber jetzt müssten wir hier Richtung Geladen kommen. So zumindest die Idee. Sonst muss ich nochmal oben gucken. So, das ist doch Harlock. Genau, den suchen wir. Gorim schickt mich. Was? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Kluges Kerl. Okay, gehen die anderen gleich mit? Ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Hör zu. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. Ja, okay. Okay, mehr können wir mit ihm auch gar nicht machen. Okay, keine Ahnung, wie wir den dazu bringen können. Der andere Novize hat ja auch gleich seine Waffe gezogen. Das ist dann also wohl keine Option. Und hier sind wir, glaube ich, letztes Mal auch schon die ganze Zeit rumgelaufen und haben Baal Tandral nicht gefunden. Auch schön. Hatten wir mit ihm hier gesprochen? Okay, da können wir handeln. Aber wir können dann nochmal zurückgehen und bei den Kräuterstampfern und sagen, hier, der hat gesagt, er will nicht. Vielleicht kriegen wir dann noch ein paar Infos. Da ist Baal Tandral. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Ja, hab ich doch gemacht. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Aber wieso kann ich denn jetzt die Quest hier nicht abgeben?
Dusty war ja weg, ne? Den haben wir jetzt auch nicht mehr gesehen auf dem Weg. Oh Mann. Ich hoffe, der hat seinen Weg gemacht. Und ist nicht irgendwo zwischendurch verloren gegangen oder irgendwie weggebackt. Das wäre ziemlich bitter. Das wäre echt nicht lustig. Ha. Keine Ahnung, aber da steht es ja nun mal, auch im Questlog stand es ja als erfüllt drin. Vielleicht müssen wir aber noch ein bisschen warten, bis du da ist, aber wir sind halt auch schon so ewig lange hier. So, und wo sind jetzt nochmal die Kräuterstampfer gewesen? Da, oder? Nee. Moment, aber wer steht denn dann hier? Alcada. Okay. Dann nochmal zu den Kräuterstampfern, ob die noch was machen können. Und wenn das auch nicht klappt, dann gehen wir doch erstmal Richtung alte Mine. Jetzt bin ich wieder hier. Also in diesem Lager finde ich mich einfach nicht zurecht. Lumps. Die waren doch hier hinten in dem Bereich auch. Ja, aber das mit Dusty finde ich noch ein bisschen noch sehr bitter, muss ich sagen. Das ist sehr unbefriedigend, dass wir das nicht abgeschlossen haben. Eigentlich haben wir das nämlich. Ich laufe hier gerade immer die gleichen Wege ab. Das ist nicht gut. Oh. Wo waren denn jetzt diese Kräuterstampfer? Naja, wie gesagt, wenn es hier nicht klappt. Aber ja, ist trotzdem ein bisschen unbefriedigend. Also ich werde dann einfach in ein paar Tagen oder so nochmal wiederkommen. Hier sind die Kräuterstampfer. Einmal warten, bis die Aktion hier durchgelaufen ist. Wahrscheinlich. Oder so. Ja, worum kann ich nicht reden? Kann ich mit ihm sprechen? Nicht so richtig. Kurim, sprich mit mir. Okay, ich kann mit Kurim nicht mehr sprechen. Doch jetzt. Okay, ich kann mit Kurim nicht mehr sprechen. Perfekt, ich muss mir da also irgendwas einfallen lassen. Joa, keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt mal Richtung alte Mine. Wir brauchen ja auch noch diese Spitzhacke. Hier wollte ich auch noch mal gucken. Wir haben auch noch zwei Lernpunkte, die wir auch noch vergeben wollten. Vielleicht machen wir doch erstmal die zwei Lernpunkte, dass wir einmal Tiere ausnehmen lernen. Ja, fangen wir damit mal an. Dann muss ich mich einmal orientieren. Wir müssen also... Wir sind ganz im Süden, Südwesten, Südwesten, genau, wir sind ganz im Westen, Südwesten und müssen einmal ganz über die gesamte Map laufen. Also am einfachsten wäre es theoretisch, hier einfach dem Weg zu folgen. Wir können aber auch unseren Schleichweg, den wir ja kennengelernt haben, zum alten Lager gehen und von dort aus durch das alte Lager dann ins neue Lager, aber eben unten rum. Weil es mich ja schon reizen würde, mal zu gucken, was passiert, wenn man jetzt einfach mal diesem Weg hier folgt. Was uns sich da uns in den Weg stellt. Im Zweifel sind es Wölfe.
Und wenn es Wölfe sein sollten, dann werden wir sowieso woanders hingehen müssen. Es fühlt sich gerade auch alles wieder recht wenig nach Fortschritt an. So ein bisschen, also wenn wir so ein bisschen feststecken. Was auch noch dafür spricht, diesen Weg zu gehen, ist, um zu gucken, ob das hier irgendwo rumliegt. Wölfe. Ich habe auch nicht gespeichert, ne? Das war richtig dumm. Ich hätte vorher speichern müssen. Ja, ich hätte vorher speichern müssen. Gott. Oh Gott, ja, ja. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Wir haben ein Problem. Ja. Das war keine gute Idee, hier lang zu gehen, ohne Feuer zu speichern. Nein! Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Oder? Okay, ich werde jetzt in dieser aussichtslosen Lage einmal speichern. Okay. Wo sind wir? Wir sind dort. Da könnten wir jetzt... Also der Wald, mit dem Wald ist wirklich nicht zu spaßen. Da hatten die, auf keinen Fall gelogen. Wir können den Weg nach Süden folgen. Ja, ich glaube, das ist am sinnvollsten. Oder? Obwohl, wir sind hier an der Brücke, da sind wir direkt am alten Lager. Das ist eigentlich besser. Vielleicht können wir uns... Aber die Brücke ist halt komplett belagert hier. Das wird schwierig. Und hier... doch, wir kommen unten da auf jeden Fall rüber. Dann machen wir das erstmal. Also vier, also gegen die eine hätte ich jetzt gekämpft. Vier ist schon eine etwas andere Hausnummer. Ey. Ganz krass halt, wie hier die Strömung auch schon mit eine Rolle spielt. Okay, so geht's aber ganz gut. Es wird auch schon wieder dunkel, von daher wäre es dann gar nicht so blöd, ins alte Lager jetzt erstmal zu gehen. Und erstmal zu schlafen. Aber das, die haben wir jetzt auch nicht gefunden. Hm. Ist der wieder reingegangen vielleicht? Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Wäre ja nochmal eine Idee, das nochmal zu überprüfen. Was ist das, die? Was ist denn los mit dir? Ich bin bereit, lass uns gehen. Okay, lass uns durchs Südtor gehen. Nein, wir müssen das nochmal machen. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Wir haben doch schon bezahlt. Also los. Oh nein, jetzt müssen wir doppelt zahlen. Der ist wieder weggebackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist wieder weggebackt. Und jetzt müssen wir nochmal so viel Geld zahlen. Ach, herrje. Jetzt löst er das gleich wieder aus, ne? Ja. Halt! Ich habe eben gespeichert, ich würde das einfach. Das geht sich an Dreck an. Ich denke nicht. Na, dem hast du es aber gezeigt. Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. Nee. Ich hab euch ja schon bezahlt, ihr lustigen Leute. Ja, ich kann ja nichts machen. Ah, jetzt steht er wieder auf. Jetzt haben wir unsere Lebensenergie verloren und das hier auch wieder. Alles klar.
Ja, dann müssen wir wohl nochmal das Erz bezahlen. Ja, zahlen wir halt nochmal 100 Erz. Wir haben es ja. Boah, das ist richtig ärgerlich, dass wir jetzt zweimal die 100 Erz zahlen müssen. Wo kommt das denn? Trau dich. Das ist wirklich nicht mein Problem. War doch klar, dass das erst dich auf jeden Fall darf auch nicht alles verlassen. Ich hab. Aber wir kriegen auch nochmal die 250 Erfahrungspunkte. Dann ist okay. Weil das ist ja schon echt viel. 250 XP, dafür zahle ich gerne nochmal 100 Erz. Haben wir jetzt auch, also erstmal speichern. Haben wir jetzt auch zweimal den Eintrag hier? Nee. Komisch. Gut, aber wenn der Bug uns halt dann auch den Bonus nochmal bringt, dann bin ich damit völlig einverstanden. Immer mal wieder warten. Jawohl. Ja, kostet das natürlich jetzt erstmal wieder ordentlich Spielzeit, sowas. Das ist etwas, das wir sonst... Ah, das die. Du wirst doch wohl über eine Brücke gehen können. Komm her zu mir. Ja, das machst du super. Begleiterquests in Spielen. Immer schwierig. Immer. Vor allem, er darf auch nicht getötet werden. Das ist dann ja noch die nächste Geschichte. Ich hatte ja wirklich schon ein bisschen Panik, dass er irgendwie sich alleine auf den Weg gemacht hat und dann im Wald irgendwie von irgendwelchen Wölfen zerfleischt wurde. Also hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, aber gut, dass wir den Weg hier soweit ja schon mal größtenteils frei gemacht haben. Na, also den Weg kenne ich mittlerweile, also das ist gar kein Problem. Perfekt. Jetzt ist es ja nur noch den Weg hier lang. Dann sind wir auch mit ihm zusammen im Lager und dann gibt es hier sicherlich nochmal Erfahrungspunkte. Kriegen wir vielleicht sogar nochmal Level up. Und wir sind dann wieder einen Schritt weiter, dass die Leute im Sumpflager uns mögen. Was sehr hilfreich ist. Denn wir brauchen ja zum einen das Rezept, um im alten Lager aufzusteigen. Wir müssen ja in diesen beiden Lagern aufsteigen, um dann überhaupt eine Chance zu haben, dem neuen Lager beizutreten. Es ist so ein bisschen... Ja, man merkt, ne, das ist halt das erste Spiel, da gibt es halt noch keine eigenen Quests für das neue Lager so richtig. Am Anfang halt. Ist ja okay. So, guten Tag, Leute. Oh, und jetzt muss ich den wiederfinden. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Verdammt. Ich wusste, es gibt noch einen Haken. Okay, bevor wir mit ihm jetzt... Ja, ne, das ist nämlich so die Geschichte hier. Werde ich auf jeden Fall nochmal speichern. Bin mir nämlich jetzt auch nicht sicher, wo der jetzt eigentlich nochmal wieder war. Hier irgendwo in der Ecke. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so schwer tue, mich in diesem Lager jetzt zu orientieren. Also Orientierung in Videospielen ist für mich sowieso immer so eine Geschichte. Hier ist ganz schlimm. Hier, der kann doch den ablösen. Dann hätten wir doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erledigt. Moment, aber hier in der Nähe war das doch. Hier in der Nähe. Ah,
das doch gewesen, bei diesem Kräuterstampfer. Wir gehen gleich mal rechts rum. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Der war doch da in der Ecke. Bei den Kräuterstampfern. Also man konnte ja die Kräuterstampfer ja sogar sehen eigentlich, oder? Das war ja beides in Sichtweite. Das Lager hier wird doch immer umgebaut, wenn ich weggehe. Oh, wo ist er? Unsere Begleitung ist weg. Nicht schon wieder. Und sich da noch aufgehängt. Ne, wir müssen auf den Wegen bleiben. Komm. Das gehen wir nicht ein, das Risiko. Da hinten eigentlich für eine Hütte. Da müssen wir auch noch mal gucken, was das eigentlich ist. Oh, ich sehe schon kommen, ne? Ich werde jetzt hier wieder 20 Minuten brauchen, um Baal Tundral zu finden. Ist immer das Gleiche. Haben wir mit dir schon mal gesprochen hier? Corner ran. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Alles klar. Kann das nicht schwimmen? Sieht aus. Ja, wunderbar. Bringt uns nur keinen Schritt weiter. Wir müssen da hinten nochmal hin. Hilft nix. Haben wir mit dem da hinten schon geredet? Ja, jetzt entdecke ich wieder so die ganzen neuen interessanten Sachen, ne? Wo ich jetzt eigentlich nur die alten Sachen haben will. Nee. Oh mein Gott. Oh nein. Auch auf. Okay. Ja. Wow. Gottes Willen. So. Wir starten hier nochmal. Hier hinten war jetzt nicht richtig. Ja, ich kenne mich hier auch nicht aus. Aber wir müssen zu Baal Tundral, das hilft nichts. Jetzt muss ich wieder irgendwo an irgendeiner Kante aufgehängt, ne? Dusty, komm mit. Hierher. Nee, du musst... Komm, wir gehen einmal hier hin. Ja, großartig. Jetzt gehst du. Ich kann mir leider auch nicht sagen, dass er jetzt hierher kommen soll. Putti-putti-putt. Putti-putt. Putti-putt. Vielleicht so. Ich glaube kaum, dass sie immer wieder dieselbe Leier. Wir machen da in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.